Herzlich willkommen, mein Name ist Philipp Hopf. Das ist ein weiteres Video der HKCM. Heute im Gespräch mit Professor Dr. David Engels. Herzlich willkommen, Herr Engels. Ja, hallo, Herr Hopf. Vielen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Sehr gerne. Bevor wir gleich mal mit einem sehr, sehr spannenden Thema durchstarten, möchte ich Sie ganz kurz unseren Zuschauern vorstellen. Herr Professor Engels, Sie sind Inhaber des Lehrstuhls für römische Geschichte an der Freien Universität Brüssel und forschen am Westinstitut Posen in den Bereichen der abendländischen Geschichte, der europäischen Identität und der polnisch-westeuropäischen Beziehungen. Darüber hinaus haben Sie mehrere Bücher verfasst, die sich unter anderem mit der Situation des gegenwärtigen Europas beschäftigen, zum Beispiel in dem Buch »Was tun? Leben mit dem Niedergang Europas« oder das Buch »Auf dem Weg ins Imperium«, wo Sie die Krise der Europäischen Union mit dem Untergang der Römischen Republik vergleichen. Meine erste Frage an Sie, Herr Professor. Derzeit hört man häufig den Begriff spätrömische Dekadenz. Aber was genau kann man sich darunter vorstellen? Wie hat sich diese geäußert? Und inwiefern gibt es dazu Parallelen zur heutigen Zeit? Ja, sehr häufig ist es ja der Fall, dass wenn man spätrömisch hört, denkt man natürlich an die Spätantike, an den Untergang des Römischen Reiches und so weiter. Das ist natürlich, sagen wir mal, nur bedingt der Fall, auch jetzt bei meinem Buch, das sich besonders auf die Republik konzentriert, ne, die spätrepublikanische Zeit im ersten Jahrhundert vor Christus. Und da assoziiert man natürlich auch eine ganze Reihe von moralischen Problemen, die natürlich uns an unsere heutige Situation auch sehr stark erinnern können. Zum Beispiel, wir haben auch damals eine massive Migrationskrise. Ne? Rom und viele andere Großstädte auch der Mittelmeerwelt werden gewissermaßen überschwemmt von Migranten, teils auch freigelassenen Sklaven aus vielen Teilen dieses Reichs. Und in relativ rascher Zeit, zumindest in Rom, haben wir dann auch entsprechende Identitätskrisen, dass die Römer den Eindruck haben, in der Minderzahl zu sein, dass sie sozusagen ihre kulturelle Identität verlieren, dass erste Forderungen dann auch dann entstehen, dass man alle Nicht-Römer aus Rom verbannen muss und so weiter. Das ist ganz offensichtlich. Wir haben auch eine demografische Krise, wenigstens im Rahmen der römischen Elite. Viele Autoren dieser Zeit klagen darüber, dass eben die Frauen kaum noch Kinder haben, dass die meisten Familien, Väter oder Mütter sich am ehesten selbst verwirklichen wollen und eigentlich keine Lust und keine Zeit mehr haben, Kinder aufzuziehen. Dann haben wir natürlich auch eine Ehekrise. Viele Ehen werden mehrfach geschieden. Manche Leute sind 5, sogar 9-mal verheiratet. Etwas, wirklich? Was bis dahin auch selten war in Rom. Dann haben wir natürlich auch eine Religionskrise. Ne? Die traditionelle spätere, also die traditionelle republikanische Bauern- und Staatsreligion, wenn man so will, verliert zunehmend an Attraktivität für die meisten Bürger. Die Tempel zerfallen, niemand will mehr Priester werden, man kennt den Sinn vieler Gebete nicht mehr. Und im Gegenteil dazu haben wir natürlich zunehmend exotische, vor allen Dingen orientalische Religionen, auch seitens der Migranten, die eben beliebt werden und die zunehmend um sich greifen, das frühe Christentum, Judentum, Mithraskult, solche Sachen. Und dann haben wir natürlich auch ganz generell eine kulturelle Identitätskrise. Also viele der Autoren von damals, zum Beispiel Cicero, beklagen sich darüber, dass die meisten Römer gar nicht mehr so richtig wissen, was das überhaupt bedeutet, Römer zu sein, dass sie, und da zitiere ich so, durch ihre Stadt laufen wie Fremde, weil sie gar nicht mehr wissen, was eigentlich was tatsächlich bedeutet. Und eben zunehmend auch dieser Eindruck besteht, ja, was macht uns überhaupt aus? Und das ist natürlich auch eine Korrelation zur Globalisierung der damaligen Mittelmeerwelt, die wir ja unter dem Namen der Romanisierung oder Hellenisierung ganz gut kennen. Das ist natürlich auch eben eine der zahlreichen Parallelen. Es gibt natürlich auch viele politische Parallelen, die kann ich nur ganz kurz anreißen, weil sie jetzt nicht unbedingt mit dem Begriff Dekadenz als solches zu tun haben, aber eine Kultur einer von Brot und Spielen zum Beispiel, ne, dass man die breiten Massen, die zunehmend verarmt sind, eben ruhig hält, mit sehr großen Sozialleistungen und eben Zirkusspielen, Amphitheaterspielen, Theateraufführungen und sowas. Wir haben natürlich auch eine politische Polarisierung. Ne? Die Macht wird zunehmend durch eine sehr reiche, unglaublich mächtige Senats- und Rittertumsoligarchie sozusagen auf sich konzentriert. Es gibt kaum noch Leute aus dem einfacheren Volk oder dem Mittelstand, die sozusagen in diese informelle Adelsschicht aufkommen. Und dementsprechend haben wir natürlich auch zunehmenden Populismus, ne, in der Partei der Populares zum Beispiel. Das heißt, Politiker, die eben gegen den Senat, gegen das Establishment
zunehmend gegen, wie wir heute sagen würden, die Systemparteien eben Stimmung machen und die Ressentiments auch der einfachen Leute eben versuchen zu bündeln, um eben auch selbst dann teilweise oft sehr demagogisch Karriere zu machen. Und all diese Faktoren, zu denen man noch viele außenpolitische hinzufügen kann, all diese Faktoren bewirken natürlich eine zunehmende Destabilisierung dieser Republik, bewirken zunehmend, dass eine Reform aus sich selbst heraus zunehmend unmöglich geworden ist. Auch dieser Reformstau und die Angst davor, dass eine solche Reform den einen oder anderen eben politisch allzu sehr befördern könnte und dieses ganze schwierige Gleichgewicht auseinanderbrechen lässt. Und dementsprechend ist dann nach vielen, vielen verschiedenen, immer wieder gescheiterten Ansätzen der einzige Ausweg dann die Stellung der Machtfrage, sprich die schrecklichen Bürgerkriege der späten Republik. Also, Herr Professor Engels, ich finde das faszinierend, auch gerne an die Zuschauer, schreibt das mal in die Kommentare rein. Ich habe natürlich, jeder hat ja so seine eigene Version der Begrifflichkeit spätrömische Dekadenz. Und dass es so viele Parallelen gab, dass Sie sprechen von Mehrfachehen, das ist ja wie in Hollywood, 4, 5, 6 Mal geschieden, also das ist ja unglaublich. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Ich habe das zum Beispiel für mich selbst immer verglichen, dass man die Dekadenz sich so ausgewirkt hat, dass wir haben ja beispielsweise in Deutschland sehr viele Probleme jetzt aktuell, die wirklich drängend sind, sie sind real. Und doch beschäftigen wir uns mit Dingen wie die deutsche Sprache zu verändern, gendern und die kleinsten Minderheiten wird jetzt plötzlich extremes Gehör gegeben, während wir die offenen Probleme, die für alle ersichtlich sind, man es scheint so ignorieren würden. Das war für mich immer das Zeigen der Dekadenz. Sie haben da aber nochmal ganz andere Facetten reingebracht und ich bin verwundert, wie viele Parallelen es zu damals gab. Meine nächste Frage an Sie, Herr Professor Engels. Ihr Buch Auf dem Weg ins Imperium erschien vor über 10 Jahren, also noch vor der Flüchtlings- und vor der Energiekrise. Darin schildern Sie schon die gesamteuropäische Krise. Hat sich Ihr damaliges Bild bewahrheit oder sehen Sie vielleicht jetzt auch Gründe zum Optimismus? Nein, die sehe ich weniger, leider, diese Gründe zum Optimismus. Ich meine, das Buch hat ja gewissermaßen zwei sehr ungleiche Hälften. Auf der einen Seite natürlich die Feststellung oder die Analyse dieser verschiedensten Krisenfaktoren, die ich ja versuche zu zeigen. Auf der einen Seite mit Statistiken, auf der anderen Seite eben mit vielen Zitaten aus antiken Autoren und so weiter zu zeigen und dann sozusagen im Ausblick dann dieser Versuch, das Ganze eben weiter zu spielen, indem ich gesagt habe, okay, das ist sozusagen die Ist-Situation, wenn wir jetzt annehmen, dass sich das Ganze in die Zukunft hin mehr oder weniger parallel fortsetzt, was folgt daraus? Und daraus folgt dann natürlich hypothetisch eben eine immer größere Polarisierung, auch politisch eben eine immer größere Unmöglichkeit zur tatsächlichen Reform, ein immer größeres Anwachsen natürlich sogenannter populistischer Parteien, bis dann irgendwann mal dieses ganze System kippt, wenn man so will, bis dann tatsächlich Bürgerkriege oder Bürgerunruhen ausbrechen mit verschiedensten Versuchen eben der mehr oder weniger autoritären Stabilisierung, bis am Ende dann eben wie in Rom eine Art Princeps, also sozusagen eine Art Schiedsrichterfigur, wenn man so will, auftritt, der sowohl dem alten Establishment als auch den Massen gewissermaßen genehm macht und eigentlich dadurch, dass er meistens dann auch auf mehr militärischem oder polizeilichem Weg dieses Problem regelt, dann auch letztlich alle mehr oder weniger dadurch versöhnt, dass man denkt, okay, ohne den brechen ja die ganzen Bürgerkriege wieder auf, haben wir diese ganzen Korruptionsprobleme wieder, diese ganzen Sittenprobleme, diese ganze Destabilisierung, die ja auch letztlich die römische Wirtschaft ja an den Rand des Ruin gebracht hat. Und von daher unterwerfen sich so ziemlich alle mehr oder weniger freiwillig, aber ohne Enthusiasmus unter dann eine Figur wie Augustus. Das ist sozusagen der Ausblick dieses Buchs. Und ja, wenn wir auf die heutige Situation schauen, so sehen wir natürlich, dass all diese Krisenfaktoren sich in den letzten 10 Jahren verschlimmert haben, massiv, ob das jetzt Migration ist, ob das Familienzerfall ist, ob das Bevölkerungsniedergang, Globalisierung, Brot und Spiele, Terrorismus, Populismus und so weiter. Das ist ja
in den letzten 10 Jahren nicht unbedingt besser geworden. Es ist ja immer noch schlimmer geworden. Und man sieht natürlich auch, dass sowohl in den Nationalstaaten, Stichwort Deutschland oder Frankreich, wie auch in dem Bereich der Europäischen Union, auch da keine inneren Reformen tatsächlich möglich sind. Man redet zwar immer darüber, aber de facto wird es unmöglich sein, dann die entsprechenden Mehrheiten aufzubringen. Das System ist gewissermaßen in sich verhärtet und wird früher oder später, so die Prognose, dann auseinanderfliegen. Und diese Symptome des Auseinanderfliegens, die sehen wir natürlich, gerade in Frankreich. In Frankreich haben wir danach die Gelbwestenaufstände gehabt, wir haben die Bauernaufstände gehabt, wir haben auch die Aufstände der Banlieues gehabt, nach dem Tod von Mail zum Beispiel. Frankreich ist beständig am Rande, wenn man so will, des Bürgerkriegs. Ich sage das Wort ganz bewusst, weil Präsident Macron es eben auch regelmäßig benutzt, um zu sagen, Frankreich steht am Rande des Bürgerkriegs. Und das kann man in dem einen oder anderen Weise sicher auch von anderen Staaten behaupten. Ich meine, wir haben, erinnern uns an England allein, an die Unruhen, die wir noch vor wenigen Wochen in England gekannt haben. Wir sehen auch, wie die Stimmung in Deutschland natürlich aufgeheizt ist, wirklich bis zum Sieden. Von daher, ja, wir sind natürlich noch nicht drin in einem Bürgerkrieg. Ich würde auch keinen Bürgerkrieg erwarten, sondern eigentlich eher so eine endemische Zeit von Unruhen, von Dysfunktionalität, von sinkender Wirtschaftskraft natürlich der einzelnen Staaten, das Ganze verbunden dann auch mit einer erneuten Schulden- und Finanzkrise, die sich ja auch massiv vorbereitet hat in den letzten Jahren, dass man dann sozusagen durch eine Phase von 10, 20 Jahren Niedergangsspirale, wo eigentlich jeder für sich mehr oder weniger versucht zu überleben und der Staat zunehmend zum Failed State wird, bis dann am Ende sozusagen, das kann ja dann sehr schnell gehen, bis dann am Ende ja die eine oder andere Figur, sei es auf europäischer Ebene, sei es auf einer nationalen Ebene, dann eine gewisse Vorbildhaftigkeit entwickeln wird. Das könnte so eine Putin-Figur, eine Orban-Figur, eine Trump-Figur, eine Berlusconi-Figur. Wir haben ja schon viele, viele erste Symptome dieser eher charismatischen Ein-Mann-Systeme. Könnte das dann sein, der entsprechend dann die Zügel in die Hand nimmt, mehr oder weniger indirekt, und das Ganze dann stabilisiert? Einmal mehr, man hat mich natürlich dann sehr häufig kritisiert im Nachhinein, nicht nach dem Erscheinen des Buchs, sondern erst in den letzten Jahren. Das wäre ja so eine Art Vorab-Apologie der Diktatur oder sowas. Das ist es natürlich nicht. Aber es ist schon die Einsicht, dass die Chancen oder die Weichen in diese Richtung gestellt scheinen. Und wenn wir das mit der Späten Republik vergleichen, so sehen wir wirklich, dass das alle Beteiligten, die Banker, die Wirtschaft, die einfachen Leute, die Bauern, die Provinzen, die Senatoren, die Ritter, letzten Endes nicht dieses alte System mehr zurück wollten, weil es sich absolut ad absurdum geführt hatten und letztlich Augustus als das mindere Übel betrachteten und deshalb mehr oder weniger dann auch ertrugen und unterstützten. Und so etwas, fürchte ich, könnte eben durchaus mit einer ziemlichen Wahrscheinlichkeit auch bei uns geschehen. Herr Professor Engels, wenn Sie das so erläutern, dann denke ich, und Sie erläutern die Art der Herrschaft von Augustus, und Sie haben gesagt, da wurde auch viel durch das Militär und quasi eine Form der Polizei. Das ist ja wie der Polizeistaat heute. Es ist für alle so unsicher geworden, dass die Bürger freiwillig sagen, okay, ich will mehr Überwachung. Sie tauschen ihre Freiheit für Sicherheit ein. Ja, das ist ja schon auch von einem sehr bekannten Amerikaner damals kritisiert wird. Wenn man das macht, dann gibt man am Ende beides ab. Ja? Und das erinnert mich doch sehr stark daran. Die Leute haben das dann hingenommen, wie unter Augustus, und die Leute sagen jetzt, ja gut, wir haben auf unseren Straßen, jetzt gibt es ja den eigenen Messer-Inzidenz-Tracker und solche Dinge. Ich meine, das ist an sich tragisch, und irgendwie nimmt man das noch mit ganz schwarzem Humor hin, das gehört jetzt irgendwie zu Deutschland, dass die Leute dann irgendwann bereit sind und sagen, okay, wir strecken quasi alle persönlichen Freiheitsgedanken für das Gefühl der Sicherheit, was dann der heutige Polizeistaat wäre. Ja, absolut. Ich meine, wir auf der einen Seite können wir sagen, das heutige demokratische System und Freiheit und sowas wird ja nie geschehen. Aber wenn wir mal unsere Realität anschauen, dann sehen wir natürlich, dass wir schon mit mehr als einem Fuß in so einem System schon drinstecken. Absolut. Ich meine, allein, was die Menschen bereit gewesen sind, jetzt ohne ein weiteres Fass aufzumachen, aber allein, was die Menschen bereit gewesen sind, in der Covid-Zeit zu ertragen, was eben alle möglichen
manchen Leute auch so geschluckt haben, inwieweit, egal was zu der Sache jetzt stehen will, aber wie viele Leute einen Genuss darin gefunden haben, andere zu denunzieren, zu sagen, ihr dürft nicht da rein, ihr seid nicht getestet, ihr seid nicht geimpft. Also diese Bereitschaft, sich einem mehr oder weniger autoritären System unterzuordnen, wenn es einem selbst gewisse Vorteile bringt. Das haben wir in dieser Zeit sehr stark gesehen. Und ich meine, wenn Sie nach Frankreich schauen, das ist für mich immer so ein Indikator, weil in Europa bislang eigentlich, sagen wir mal, die meisten großen sozialen, politischen, kulturellen Umwälzungen eher von da gekommen sind. Und wenn wir gegenwärtig schauen, wie die Statistiken da aussehen, die Meinungsumfragen, so ist mittlerweile so eine Mehrheit der Franzosen bereit, das bisherige parlamentarische, demokratische System abzuschaffen und lieber einen homme providentiel, ne, einen sozusagen so eine Art Erlösergestalt irgendwie zu unterstützen, wenn denn nur endlich dadurch wieder Frieden und Sicherheit auf den Straßen herrscht, endlich die Wirtschaft halbwegs stabilisiert wird, man wieder abends rausgehen kann. Also diese ganze, was Sie eben ja gerade auch erwähnten, dass man dann lieber die Freiheit gegen die Sicherheit eintauscht. Das ist da ja schon der Fall. Das Einzige, was fehlt, wenn man so will, das ist der unmittelbare Auslöser, aber das nähert sich ja allmählich, und natürlich die entsprechende Gestalt. Aber dafür, denke ich mal, haben wir auch noch einige Jahre Zeit. Ich denke, das präfiguriert vieles von dem, was sicherlich auch in anderen Staaten und, denke ich, auch in Deutschland immer akuter wird. Klar, und der Niedergang muss diesem Wunsch ja immer davor einhergehen. Schauen wir uns die Weimarer Republik an, mit, ich glaube, damals 33 Parteien, Blutbrot, Massenarbeitslosigkeit. Die Machtergreifung kam nicht durch einen Putsch, sondern durch eine demokratisch gewählte Partei, namentlich die NSDAP, demokratisch gewählt. Und die Erlöserfigur war dann auch da. Und wenn wir uns jetzt anschauen, dass beispielsweise in Großbritannien, die Ausschreitung haben Sie ja vorher angesprochen, ich glaube, über 2000 Menschen ins Gefängnis gekommen sind, weil sie teilweise Facebook-Posts, die sehr kritisch waren, wie kritisch, das kann ich jetzt selber abwägen, für 1 bis 2 Jahre ins Gefängnis gekommen sind, dann wird ja auch schon ganz offen die Meinung, Meinungsfreiheit, man konnte früher mehr oder weniger in einem gewissen Rahmen sagen, was man wollte, gibt es ja dann so nicht mehr. Und das mitten in Europa. Absolut, absolut. Und das bereitet das natürlich auch alles vor. Ich meine, das ist ja ein bisschen wie auch die spätrepublikanische Situation. Natürlich hatte man noch Magistraturen, man hatte noch Wahlen, man hatte diese ganzen verschiedenen Funktionen, aber im Kern hinter dieser Fassade bereitete sich natürlich auch schon in den letzten Jahrzehnten dieser Republik was völlig anderes vor. Und das haben wir ja, denke ich mal, heute auch. Wir haben immer noch Grundrechte, Wahlen, Parlamente, Demokratie und so auf dem Papier. Aber ich meine schon, wenn wir mal allein die innenpolitische Situation auslassen, die ja ohnehin schon bedenklich genug ist, aber zum Beispiel mal auf die tatsächliche Machtebene weiterschauen, dann sehen wir natürlich, dass die meisten gewählten Parlamente oder selbst Staatsmänner im Vergleich zu jenen großen Oligarchen, die wir überall im Westen haben, eigentlich überhaupt nichts wiegen. Ich meine, was ist denn, ohne jetzt da irgendjemanden beleidigen zu wollen, aber was ist die Bedeutung des Staatschefs von der Slowakei oder Sloweniens im Vergleich zu Elon Musk oder zu Bill Gates? Nichts eigentlich, ne? Man sieht natürlich, dass die tatsächliche Macht im Sinne der Kontrolle von Medien, von Wirtschaft, von ONGs, von Einflussbereichen natürlich irgendwo ganz anders liegt. Das wird natürlich dann sehr gerne in den Bereich der Verschwörungstheorie irgendwie verlagert, aber es ist nun ganz offensichtlich, dass sich da in den Händen dieser großen Individuen unglaublich viel Macht zusammenballt, die ja auch de facto demokratisch auch gar nicht kontrollierbar oder ist oder sicherlich auch nicht legitimiert ist, und dass, wenn man nach einem Äquivalent für die modernen Cäsaren sucht, natürlich vor allen Dingen da eben auch fündig sein wird. Und auch das erinnert natürlich sehr stark an die späte Römische Republik, wo eben auch zunehmend viele Politiker in dieser Zeit, Stichwort Crassus zum Beispiel, gleichzeitig unglaublich reich waren, ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen vor allen Dingen verfolgten über das Ausüben eines politischen Amtes, was man ja auch zum Beispiel Friedrich Merz zugeschrieben hat, auch, dass dann massiver Interessenskonflikt eben herrscht und dass ja de facto ohnehin die tatsächliche Macht sich vom demokratischen Bereich verlagert in
die Rivalität eben dieser großen Unternehmen. Bis gegenwärtig haben wir allerdings noch die Situation, dass, sagen wir mal, noch genügend Reste des Mittelstands gegenwärtig sind, dass jene großen Player, wenn man so will, sagen wir, eine Art Burgfrieden miteinander geschlossen haben, weil es noch genügend andere Sachen zu erobern gibt. Aber ab dem Moment, wo nun tatsächlich die letzten Reste des Mittelstands, und das wird ja nicht mehr lange auf sich warten lassen, nun absolut ausgesaugt sind oder so dem Staat oder diesen großen Playern angegliedert sind, dann beginnt natürlich auch die Konkurrenz zwischen diesen einzelnen Gestalten. Und dann kann es natürlich sehr interessant werden. Dann haben wir aber auch dann tatsächlich die Situation in der späten Römischen Republik, wo eben diese großen cäsarischen Figuren dann miteinander ringen um die Macht im Endeffekt über den gesamten Staat und natürlich auch alle Mittel einsetzen, die sie eben privat haben. Das sehen wir ja auch bei Musk. Ich meine, die Möglichkeiten, die Elon Musk hat, zum Beispiel über Twitter Menschen zu erreichen, Stimmungen zu generieren, Medien zu kontrollieren, sind natürlich gewaltig. Dasselbe können wir über Bill Gates oder über Jeff Bezos oder Zuckerberg sagen. Ganz klar. Ich meine, Jeff Bezos, Washington Post, Zuckerberg mit seinem eigenen Netzwerk. Ja, sehr, sehr interessant. Wir Deutschen, wir haben ja dieses Fetisch, mit links und rechts zu spielen. An sich ist bei uns alles und immer mehr. Je mehr wir eigentlich wegkommen von, wenn wir so wollen, 1945, dem Untergang des Dritten Reiches, desto mehr nähern wir ihm uns medial wieder an, weil alles ist Nazi, alles ist rechts. Die Rechten wiederum, die so Bezeichneten, nennen das Gegenteil links, Linksextremisten und so weiter. Sie haben ja ein Kapitel in Ihrem Buch, das lautet Rechts und links überwinden. Das ist an sich sehr schön, weil wir sind meistens gefangen darin. Wir nutzen diesen Jargon selber. Das ist ja eine rechter Talking Point. Das ist ja links. Das ist ja so einer. Die Schubladen sind quasi schon geöffnet, bevor wir überhaupt angefangen haben. Zeigen Sie uns mal, wie können wir das überwinden, bitte, Herr Professor Engels? Naja, ich muss gestehen, dass ich selbst auch immer weniger begreife, was überhaupt links und rechts meint. Muss ich echt gestehen. Das ist etwas, das vor 20 Jahren noch relativ klar war. Mittlerweile ist es vor allen Dingen eine Feinzuschreibung geworden, die eigentlich keinen echten Inhalt mehr hat. Wenn man nämlich mal schaut, was haben wir denn auf beiden Seiten? Was haben wir zum Beispiel in der scheinbaren rechten Bubble? Da haben wir sowohl Christen drin, als auch totale Atheisten. Da haben wir Leute, die eigentlich eher für einen sozialen Staat sind, andere, die eher für einen ultraliberalen Staat sind. Da haben wir Nationalisten drin. Da haben wir aber auch abendländische Patrioten drin. Das ist also dermaßen diffus, dass dieses Etikett rechts eigentlich kaum noch was sagt. Und wenn wir nach links schauen, dann haben wir natürlich auch eine große Vielfalt. Dann haben wir linke Parteien, wie damals die SPD, die eigentlich eine grundliberale Politik betrieben haben und eigentlich nicht mehr sehr viel mit links damals, Stichwort Schröder und so weiter, zu tun gehabt haben. Da haben wir jetzt extrem linke Parteien, die aber auf einmal nicht für die Revolution des Weltproletariats sind, sondern so eine Art deutschen sozialistischen Konservatismus betreiben, Stichwort Wagenknecht. Es ist eigentlich auch sehr, sehr diffus, was nun eigentlich damit gemeint werden ist tatsächlich. Immer so vorher, also im 19. Jahrhundert, ließ sich eigentlich alles noch relativ einfach auf das Wirtschaftsprogramm zurückführen. Ne? Man war für mehr Staat, dann war man irgendwie links, man war für weniger Staat, dann war man rechts, dann kommt noch ein bisschen was moralisch-sittliches dazu, das auch teilweise schon etwas ungeschickt darauf sozusagen angeklipst wurde. Ne? Wer links war, war eher liberal-sittenmäßig, wer rechts war, war eigentlich eher was traditionell, aber schon da fing es ja an, etwas zu hapern. Aber heute haben wir ja nun wirklich alles. Wir haben Leute, die eigentlich rechts sind, aber dem System angehören. Wir haben andere, Stichwort Sarrazin, die eigentlich links sein sollten, aber die rechte Ikone geworden sind. Es ist alles sehr diffus geworden und letztlich ist dieser Begriff rechts eigentlich nur noch, Sie erwähnten es ja auch, eigentlich nur ein Hammer geworden, um gewissermaßen die unliebsamen Positionen beiseite zu wischen. Ich glaube, gestern oder vorgestern war auch ein Artikel im Tagesspiegel, der war wirklich sehr typisch darüber, der sagte, wie können Eltern reagieren, wenn ihre Kinder nach rechts rücken, also undemokratisch werden. Das, also dieses also. Ne?
Also rechts ist undemokratisch, links ist demokratisch und gut. Das ist ja auch eine Sache, die eigentlich die Terminologie ja überhaupt nicht hergibt. Links und rechts sollten ja nun eigentlich die beiden ja Lungenflügel, wenn man so will, einer funktionierenden Demokratie sein, zwischen denen immer wieder so ein Gleichgewicht irgendwie erfüllt werden kann, während heute natürlich es nur noch eine Feinzuschreibung ist. Und diese Feinzuschreibung hat meines Erachtens kaum noch Sinn. Ich muss sagen, für mich das Einzige, was wirklich noch Sinn macht, das sind Kriterien wie everywhere und somewheres. Ne? Leute, die entweder dieses globalistisch, abstrakt, atheistisch, materialistische Everywhere-Konzept verteidigen, sozusagen die Flugzeug plus Starbucks plus moderne Kunstprogramm, um jetzt ein paar Sachen reinzuschmeißen. Und dann haben wir die Somewheres, wenn man so will, die irgendwie sich verwurzeln wollen, in der Familie, in einem Heimatbegriff, in einer gewissen Geschichte. Etwas, was jetzt auch oft jetzt von der Rechten sozusagen übernommen wird, aber nicht unbedingt nur damit zu tun hat. Und ich denke, es ist wirklich zunehmend ein Konflikt zwischen diesen beiden Sichtweisen, einer eher universalistisch-globalistischen und einer eigentlich eher traditionalistisch-transzendenten Sichtweise von Geschichte und das ist eigentlich, und von Identität, das ist meines Erachtens der einzige Unterschied, der wirklich Sinn macht. Und ich denke, dass in der Zukunft auch diese Terminologie rechts und links sich zunehmend darauf wieder verengen wird. Und das ist das, was ich sage, wenn dann in dem Kapitel, das ja auch schon ein paar Jahre her ist, dass ich das geschrieben habe, dass man diese traditionelle Spiegelfechterei von wegen SPD ist links und CDU ist rechts, das sind Sachen, die eigentlich mittlerweile überhaupt keinen Sinn mehr haben. Selbst innerhalb der AfD kann man ja schlecht sagen, was ist da links, was ist da rechts in dem Programm. Bei Sarah Wagenknecht haben wir das ebenfalls. Also diese Unterschiede, die lösen sich eigentlich auf und das war ja eigentlich auch schon mit der Auflösung sowohl der traditionellen Christdemokratie, die ja schon einiges her ist in Europa, wie auch der Selbstauflösung der Sozialisten, die auch in den meisten europäischen Ländern verschwunden sind, wenn man so will, schon dadurch präfiguriert und wird auch in Deutschland eben ein zunehmendes ideologisches Chaos anrichten, wo diese Begriffe in sich als Programm nicht mehr dem entsprechen, was sie eigentlich sein sollten. Ganz klar. Wenn ich daran auch nur erinnern darf, Sie hatten vorhin den Artikel des Tagesspiegels erwähnt und antidemokratisches ist meines Wissens nach eine Nancy Faeser, die Delegitimierung des Staates und das sogenannte Demokratiefördergesetz, das exakt das Gegenteil von dem ist, was es vorgibt zu sein, die Delegitimierung des Staates, also die Kritik am Staat selbst unter Strafe stellen möchte, was ja so ziemlich das antidemokratischste ist, was es gibt. Ich glaube, das ist jetzt keine Rechte, die Frau Faeser. Also ja, kommen wir mal und werfen wir einen Blick über den großen Teich. Es stehen in wenigen Monaten sehr wichtige, manche sagen die wichtigste Wahl unseres Planeten an, und zwar in den USA. Sie haben sich ja auch mit Oswald Spengler beschäftigt und sein Werk Der Untergang des Abendlandes, in dem er die Aufstiege, die Höhepunkte und schließlich den Zerfall großer Kulturen beschrieb. Wenn wir uns die innere Zerrissenheit anschauen jetzt, die diametralen Gegensätze und wie sie sich auch darstellen, eine Kamala Harris, die sich hinsetzt, I'm woke, everybody should be woke, dann Donald Trump, der sich hinstellt und sagt, die Woken sind Idioten, quasi immer das Gegenbild schwarz und weiß, Sonne und Dunkelheit, also je nachdem, auf welcher Seite man das Ganze verorten möchte. Wenn man das anschaut, die Zerrissenheit, auch die Massenmigration, wir denken ja immer in Deutschland, nur da gibt es das, dass die scheinbar mächtige Leute daran interessiert sind, dass möglichst viele Leute kommen, aber das ist ja nicht nur in Deutschland so, sondern in den USA haben wir eine Migrationswelle, wie dieses Land eigentlich seit ja auch Ende des Zweiten Weltkrieges, wo ganz viele Leute in die USA ausgewandert sind, nicht mehr gehabt haben. Wir haben gleichzeitig einen massiven Aufstieg Chinas. Wir haben eine Verbrüderung der Russen und der Chinesen. Die Amerikaner, die gegen den Russen ihren Proxykrieg in der Ukraine führen. Ist das oder sehen Sie das als eine Wachablösung aktuell? Die einstige, vielleicht noch in den letzten Zügen befindliche Weltmacht der Vereinigten Staaten? Oder ist das nur eine Schwächephase und die USA kommen quasi demnächst wieder hoch?
Das ist eine sehr gute, sehr komplexe Frage natürlich. Also Sie verwiesen ja auch auf Spengler. Für Spengler ist natürlich die Vereinigten Staaten und eigentlich ganz Nordamerika ein integraler Teil dieses Abendlandes. Das ist ja etwas, das von rechts oft ganz gerne bestritten wird, von wegen, na, die USA sind doch eigentlich gar kein Teil unserer Kultur und so. Aber schon im ersten Satz schreibt Spengler natürlich, dass wenn er vom Abendland redet, er die europäisch-nordamerikanische Hochkultur meint. Also das Geschick der beiden ist, ob man es will oder nicht, engstens miteinander verknüpft und natürlich all die verschiedenen Krisensymptome Europas, über die wir ja eben gesprochen haben, finden wir ja ganz genauso auf der anderen Seite des Atlantiks. Teilweise ja noch schlimmer. In vielerlei Hinsicht ist ja vieles eigentlich erst von da rübergekommen. Beziehungsweise das Korrekt, ja. meiste hat sich intellektuell, ideologisch bei uns entwickelt, ist dann sozusagen in den USA übernommen worden, an den Unis dann auch breit popularisiert worden. Ja, auch die ganze Wokeness kommt ja letztlich aus Europa und schwappt dann gewissermaßen mit etwas Verzögerung als Massenphänomen dann wieder zu uns zurück. Also beide sind engstens miteinander verbunden und in vielerlei Hinsicht ist natürlich Aufstieg und Niedergang der USA engstens mit der Situation Europas verbunden. Fällt die USA völlig raus aus der Rolle der Weltpolizei und des Welthegemons, haben wir natürlich das Problem, inwieweit die andere Hälfte des Abendlands, also Europa oder was davon übrig bleibt, überhaupt noch fähig sein wird, irgendwie seine gegenwärtige Situation, die es ja auch so ein bisschen dem Windschatten der USA verdankt, überhaupt noch aufrechtzuerhalten. Sind wir überhaupt fähig, unsere eigenen strategischen Interessen in der Welt zu sichern, wenn wir sozusagen nicht an den Rockschößen dieser riesigen Militärmacht USA hängen, die uns zwar auf der einen Seite dominiert, in deren Reich wir aber dann doch die Funktion sozusagen des nächsten Alliierten, den man zwar verachtet auf der einen Seite, der aber eben kulturell dann doch mehr oder weniger identisch ist, einnehmen. Von daher muss man da sehr vorsichtig sein, was man den USA dann jeweils wünscht, solange wir auf unserer Seite nicht die Möglichkeiten haben, da eben einzugreifen und unsere eigene Stellung zu sichern. Und ich denke, die USA erleben natürlich genau eine analoge Situation zu der unseren, wahrscheinlich auch ein bisschen früher gegenwärtig. Und es ist sehr gut möglich, dass diese Bürgerunruhen, Bürgerkriege in den USA vielleicht sogar noch früher beginnen als bei uns, beziehungsweise wenn sie da beginnen, dann natürlich auch bei uns imitiert werden, massiv und vielleicht also eine Art Domino-Reaktion auslösen. Ich selbst glaube jedenfalls in diesem Konflikt Trump und Harris nicht wirklich so daran, dass Trump bereits die Cäsarenfigur ist, die jetzt sozusagen die Diktatur über die USA errichten wird. Ich meine, er hatte ja schon mal diese Möglichkeit, 4 Jahre lang. Richtig, Ne? Wenn absolut. man dann mal schaut, was de facto so geschehen ist in diesen 4 Jahren, das war nicht sehr viel. Trump hat natürlich viele dieser, sagen wir mal, moralischen Probleme stabilisiert. Er hat eine Verschärfung dieses identitären Niedergangs teilweise blockiert, aber sagen wir mal, so einen richtigen Pushback hat es natürlich nicht gegeben. Und ich meine, selbst eine Mauer hat er nicht bauen können. Er ist absolut von den demokratischen Institutionen, von den Medien, von den Unis, von der Öffentlichkeit, der Verwaltung ausgebremst worden. Und ich weiß nicht so richtig, ob er auch in seinem Alter und mit seiner Persönlichkeit, die ja auch für die, glaube ich, Anerkennung und die ein oder andere symbolische Unterwerfung, glaube ich, manchmal wichtiger ist als jetzt nun tatsächliche Entscheidungen. Also ob er jetzt in der Situation ist, da fundamental was zu ändern. Ich denke, da projiziert man auf beiden Seiten des Spektrums eine ganze Menge in diese Figur rein, die, glaube ich, das sie, glaube ich, so nicht ergibt. Aber es ist natürlich klar, die USA in der einen oder anderen Weise verlieren ihre Dominanz über die Weltsituation. Der Wirtschafts geht zwar gar nicht so schlecht im Vergleich zu dem, was wir in Europa haben, aber es ist natürlich klar, die BRICS-Staaten wachsen massiv wirtschaftlich, ja meistens auch finanziert von uns, wenn man so will. Der ganze Aufstieg Chinas ist ja de facto finanziert durch Europa und die USA. Das war ja diese kurzfristige Milchmädchenrechnung. Wir lassen da billig Sachen produzieren und investieren da. Und im Endeffekt haben wir dann unsere gesamte Industrie ausgelagert für kurzfristige Vorteile während einer Generation und sitzen jetzt sozusagen vor dem Scherbenhaufen der Industriebrache. Und dieser Prozess, der wird natürlich auch Auswirkungen auf die Weltlage haben. China, aber auch Indien, Brasilien, Russland, gewisse arabische Player sind
sind natürlich erheblich mächtiger jetzt als vor 50 Jahren. Die USA sind zerrissen von inneren Krisen, können auch nicht mehr überall Polizei spielen, verlieren auch so allmählich die technologische Überlegenheit angesichts eines sehr modernen Chinas und eines relativ modernen russischen Militärapparats. Und ich denke, das wird wohl weitergehen und früher oder später dann auch hier die Machtfrage stellen. Und ich meine, der Rückzug der USA aus Kabul war ja eigentlich schon das Zeichen, dass da eigentlich der Rückzug begonnen hat aus der Welt. Die Frage ist nur, wird das Ganze jetzt tatsächlich mehr oder weniger in einer gewissen Würde stattfinden, dieser Umbau in die multipolare Welt, oder werden die USA tatsächlich früher oder später eine Entscheidung suchen wollen mit China oder mit Russland? Wie wird das dann ausfallen? Welches Porzellan wird dabei zerdeppert werden? Und vor allen Dingen, welche Situation wird Europa haben? Für mich die Kernfrage ist eigentlich als Europäer, als europäischer Patriot, ich betrachte mich erheblich eher noch als Europäer, denn als Belgier zum Beispiel, das ja meine Nationalität ist. Mein wesentliches Interesse ist, wie können wir es schaffen, dass dieser europäische Kontinent, dieser Kern der abendländischen Zivilisation mehr oder weniger unbeschadet aus dieser Situation hervorgeht, seine Weltstellung mehr oder weniger sichert, seinen Zugang zu den strategisch wichtigen Rohstoffen, seine Absatzmärkte sichert, um eben auch in den nächsten paar hundert Jahren halbwegs gegenüber dem Mittelmeer, gegenüber Russland, gegenüber China, gegenüber auch den USA eine gleichberechtigte Rolle zu spielen und das, was von unserem Wohlstand und unserer Sicherheit und Identität übrig geblieben ist, immerhin noch etwas hinüberzuretten. Wenn wir das allein schon schaffen können, in einer Situation, wo die USA sich allmählich verabschieden, also wenn wir das, wird schon eine riesige, riesige Aufgabe sein, die, wie mir scheint, die meisten Politiker sowohl der herrschenden Parteien als auch der populistischen Parteien, die sich meistens nur auf die nationalen Belange konzentrieren und gar nicht das europäische große Ganze im Blick haben, dass die meisten Politiker bisher eigentlich völlig ignorieren. Das ist eigentlich eine Schande, dass diese zivilisatorische, außenpolitische, langfristige Dimension in dieser kurzfristigen Debatte völlig außen vor gelassen wird. Absolut. Sehr, sehr interessante Einblicke in unterschiedlichste Themen. Professor Dr. David Engels, ich danke Ihnen ganz herzlich. Das war auch für mich sehr, sehr interessant. Quasi eine kleine Geschichtsstunde, der ich gerne gelauscht habe. Bei mir ist es ja schon einige Jahre her mit der Schule und ich wünschte, ich hätte damals einen Professor gehabt wie Sie. Der mir das beigebracht hatte. Ganz herzlichen Dank, Herr Engels. Danke. Ja, ich danke für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. Gerne mal wieder, ja. Danke.